Mit Masken, venezianischen Masken. Okay, jetzt wird's komisch, das muss man erstmal aufklären, Schatz. Ja, hier gibt es wirklich Klärungsbedarf, als Nick Schenker und seine Janina von ihrer Kennenlerngeschichte berichten. Im TV hilft der Barkeeper den Showteilnehmern dabei, die große Liebe zu finden. Oder zunächst einmal ein schönes Kennenlernen zu haben. Denn bei First Dates mixt der 41-Jährige nicht nur leckere Drinks, sondern ist auch bei dem ersten Aufeinandertreffen der Datepaare dabei. Jedes Mal ein aufregender Moment. Nick selbst ist glücklich vergeben an seine Janina. Seit 2016 ist er mit der Büromanagerin verheiratet. Auf dem roten Teppich des Bunte New Faces Awards in Düsseldorf erscheinen die beiden als eingespieltes Team. Doch wie haben sie sich kennengelernt? War es ebenso aufregend wie bei den Paaren im Fernsehen? Und was hat es mit den Masken auf sich? Ja, sie hat mich, also ich kann es mal kurz aufklären, es war eine Karnevalsparty, aber eine Anti-Karnevalsparty. Das heißt, ich habe gearbeitet in dem Laden hier in Düsseldorf, sie war Gast, aber jeder Gast und Mitarbeiter musste eine venezianische Maske tragen. Und sie hat mich dann gefragt, ob sie kurz einen Sneak Peek unten drunter haben kann. Ja, und schon hatte ich ihre Nummer da irgendwie liegen. Das heißt, du hast den ersten Schritt gemacht? Ja.